Wenn ihr beim Instagram-Gewinnspiel mitmachen wollt, könnt ihr gerne jetzt auf das letzte Bild von mir draufgehen, einen Like dalassen und in die Kommentare schreiben, was ihr euch für Pokémon Schwert und Schild alles wünscht. Wenn ihr das gemacht habt, habt ihr so gesehen bei dem Gewinnspiel teilgenommen. Ihr müsst nur followen, das Bild liken und unter dem Bild kommentieren, was ihr euch dafür wünscht. Am Ende des Gewinnspiels, so ungefähr ein paar Tagen halt so, sagen wir mal, bis Ende der Woche gehen wir mal einfach mal, bis zum Sonntag, wird es dann so sein, dass ich zwei auswähle. Und die bekommen dann jeweilig, wenn sie es möchten, einen E-Shop-Code schon mal für das Spiel. Also halt einen 60€ E-Shop-Code oder halt einen E-Shop-Code für das Spiel, wenn es schon vorhanden ist. Oder halt, wenn sie möchten, zum Release halt dann einfach die normale Version mit Box und allem Möglichen halt zu sie nach Hause geschickt. Am Ende der Woche werden dann die Gewinner aufgelöst. Und es wird auf jeden Fall noch ein paar weitere Gewinnspiele geben, auch in Kooperation mit Nintendo. Und jetzt noch viel Spaß mit dem Video. Sowas wie hier hatten wir schon mal vor Jahren bei Sonne und Mond. Ja, ich weiß, wir hatten das bei Sonne und Mond und da war es fake. Trotzdem möchte ich euch heute mal diese kleine Leak-Liste bzw. Pokédex-Liste für Pokémon Schwert und Pokémon Schild vorstellen. Ich bin leider etwas am Kränkeln, deswegen nicht wundern, falls ich mal zwischendurch ein bisschen husten muss. Es hat mich mittlerweile auch gepackt. Ja, leider. Aber wir schauen uns mal die Liste hier an. Und es sind schon einige Pokémon hier mit am Start, muss man sagen. Das ist echt schon eine kleine Liste hier. Es sind ganze 96 neue Pokémon, die hier wohl in Pokémon Schwert und Pokémon Schild drin vorkommen sollen. Für die manchen klingt das jetzt so, ah ja, 96 Pokémon. Game Freak hat in letzter Zeit ja sehr, sehr viel Kreativität gezeigt. Und ich muss sagen, an sich, ne, das war jetzt gerade nur ironisch gemeint, ne, weil viele meinen, das ist voll unkreativ geworden mit Pokémon. Aber ich finde, früher waren die Pokémon viel unkreativer. Mittlerweile sind sie viel kreativer und viel, basierender auf die Regionen. Und ich finde das auch mittlerweile viel besser, wie die Pokémon mittlerweile aussehen. Weil, da hat sich echt eine Menge geändert, auch in den Konzepten. Und ich finde das gar nicht mal so schlecht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie noch knapp 100 neue Pokémon erstellen können. Vor allem in 2 Jahren, wo sie Zeit haben, sowas zu machen. Nur nach mehreren Jahren noch. Das würde schon funktionieren. Auf jeden Fall kommen wir erstmal zu den wichtigsten wahrscheinlich für euch hier, nämlich die Starter-Pokémon. Grookey, Endentwicklung, bekommt Gras und Stahl. Und wird zu einem Wukong. Ja, Wukongs kennt ihr wahrscheinlich alle. Sun Wukong. Ist sehr interessant, dass er dann Typ Stahl wird. Finde ich auch ziemlich interessant. Scorbunny soll Feuer Fee werden. Fairy plus Moon Myths. Okay, irgendwas mit Mond. Auch sehr interessant, dass es dann Feuer Fee wird. Haben wir so einen Typ schon mal? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, bisher glaube ich noch nicht, vor allem nicht als Starter. Ne? Also wir hatten Wasserfee, aber Feuerfee hatten wir, glaube ich, noch gar nicht, soweit ich mich erinnern kann. Sobble, Endentwicklung, Wasserdrache. Auch ziemlich cool, Wasserdrache. Eastern Dragons. Okay, das ist auch sehr interessant. Das sind immer so die Inspirationen der Designs, muss man auch sagen. Und da steht immer bei den meisten was bei. Ja. Was ich aber auch sehr interessant finde, ist hier Kartoffel. Zweite Entwicklungsstufe ist. Also macht schon Sinn, dass sie am Anfang Boden und Gras ist, weil sie dann noch im Boden ist. Und später ist sie dann giftig. Auch sehr interessant. Fish, Root, Dog. Das sind halt so Standardsachen halt, die es mal überall mal gibt in so einer Liste. Fisch, dann Psychofisch wieder, auch sehr interessant. Eine Elektrodog, ein Greyhound. Dann gibt es eine Fee wohl noch, auch sehr interessant. Ein Eichhörnchen, was vom Typen Feuer ist, das finde ich sehr interessant. Das finde ich cool. Ein Grashüpfer vom Typen Käfer Fighting, das ist auch ziemlich komisch. Ein Vogel vom Typen Wasserflug, auch sehr interessant. Ein Hamster. Grashamster, auch könnte, der Hamster könnte so ein richtiger, also das hier wird wahrscheinlich so ein Habitak-Ibitak-Ding werden, die beiden. Und das hier wird so ein richtiges Tic-Tac oder so ein richtiges Pfiffchen werden, glaube ich, hier dieser Hamster. Kann ich mir gut vorstellen. So, dann Ants, ja, Fire Ant, Flying Ant, okay, das sind das kann sich jetzt zwei entwickeln, interessant. So eine Larve am Anfang kann sich in zwei entwickeln. Einmal Feuer und einmal Flug. Schieb 2. 1. Okay, das ist interessant. Merib Split Evolution. Okay, das könnte eine Weiterentwicklung von Merib sein. Das finde ich sehr interessant. Merib ist von Ampharos die Vorentwicklung. Okay.
dann normal Stahl, das ist auch sehr interesting. Dann Badger, das Dark Ground beides. Okay, Stone of Runes. Okay, das könnte man vielleicht bei diesem Stonehenge-Ding sehen. Oder bei dem großen Mountain da. Rock Psycho, also das ist auch sehr interessant. Rock Psycho. Könnte sowas ähnliches haben wie das eine Pokémon aus Schwarz und Weiß. Das kleine fliegende Psycho-Pokémon. Eine Ratte gibt's auch. Mit Gift dabei. Interesting. So ein neues Radfratz. Eine Uhr. Eine Haunted. Das ist krass, eine verwunschene Uhr. So eine richtige. Boah, heftig. Das finde ich cool. So eine gruselige Uhr. Manatee. Okay. Waterground. Fencer. 1 von 4. Und Fencer 1b. Male und Female. Ah, okay. Fighting Steel. Okay. Toad 1 und Toad 2. Da steht einfach Cute Toad und Ugly Toad. Alles klar. Dann Sloth 1 und 2. Tiger 1 und 2. Megafurium. Saberbuff-Kitten. Ah, Säbelzahntiger ist es, ne? Krass. Also da noch ein Säbelzahn-Kätzchen. Da ist ein Säbelzahn-Tiger wahrscheinlich. Dann haben wir noch eine. Alter, auch ziemlich cool. Batman, sein Vater dabei. Von Typ Unlichtflug. Finde ich cool. Feier ich. Maulwurf finde ich auch ziemlich cool, wenn wir das bekommen würden. Nochmal. Hatten wir schon öfter. Sting von Typ Stahl. Gazelle. Okay, Gazelle. Elektrofeuer. Auch sehr interessant. Snail. Ah, eine Schnecke ohne und einmal mit Schale. Die mit Schale hatte Typen Rock noch dazu. Also Typen Gestein. Pika-Clone. Es war klar, nochmal Pika-Clone, als ob. Interessant. Ein Pika-Clone. Von Typen Elektrofeuer. Feuer war ich schon. Elektro-Kampf. Komodo. Komodo Dragon, okay. Ivy 1, Ivy 2. Ivy ist das nicht eine Blüte? Ich glaube, Ivy war eine Blüte, glaube ich. Dann hier eine Evolution. Eine Stahl-Evolution. Für Evoli. Dann haben wir noch einen Ghost. Mit Rüstung und dann nochmal, Alter, das würde ich mega abfeiern. Ein Geist, der ein Ritter ist. Das würde ich heftigst abfeiern. Wirklich mega heftigst. Nosebeer. Nasenbär, okay. Ferret, Fleer. Alpaka, ein Wal. Ein Roboter. Also, das sind alles so Sachen. Das ist so übertrieben viel Stuff einfach. Und es könnte real sein, aber es ist einfach. Ich finde das einfach geil, so was da alles drin vorkommen soll. So ein Roboter, ein Schneemann. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das wirklich ernst gemeint sein soll. Also dass es wirklich real ist. Dann haben wir nochmal ein Unicorn. Das wäre auf jeden Fall mit am wahrscheinlichsten sogar noch. Ein Monster. Noch Ness. Ja, das wäre auch ganz cool. Und dann kommen wir auch gleich hier zur Drachenentwicklung. Egg, Baby, Adult, so ein Eisdrache. Und jetzt kommen wir zu wichtigsten Sachen. Snake, ne, Metal Cobra und Horse, Trojan Horse, ne, Stahlpflanze, okay, Stahlpflanze, interessant, und Stahlpoison, das sind wahrscheinlich dann die legendären Pokémon, dann Wolf 1 und Wolf 2, Box Legendaries, ah, okay, interessant, dass nur die Box Legendaries sein, zwei Wölfe, North und East, Turtle und Western Dragon, alles klar, South und West, Phoenix und Tiger, und Plago Doctor und Giant, das ist der Geoglyph Giant. Das ist der wahrscheinlich, der dann angezeigt wird in diesem riesigen Berg drin. Auch sehr interessant. Ja, das waren wohl die legendären Pokémon sein. Die letzten hier, die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letzten Sachen da. Wahrscheinlich wohl die letzten beiden vielleicht nicht eher legendär, sondern eher spezielle Pokémon. Und diese, oder dieses North, East, South, West könnten so gesehen sowas wie Vesprit, Turbuts oder die Carpus darstellen. Sowas ähnliches wahrscheinlich. North, East, South, West. Die Schutzpatronen. Könnt ihr das eher darstellen? Auch sehr interessant. Aber schreibt jetzt mal in die Kommentare, was erwartet ihr? Glaubt ihr, das hier könnte der Realität entsprechen, dieser Pokédex hier? Oder glaubt ihr eher, das ist alles nur Quatsch? Weil vielleicht kommt bald schon ein neuer Trailer raus, der uns zeigen wird, okay, das könnte realistisch sein oder das könnte unrealistisch sein. Also es ist alles noch natürlich, ne, im Rahmen des Möglichen, dass es wirklich wahr sein könnte. Aber ich wäre eher so zwiegespalten. Ich sag mal so 70% bin ich, dass es ein Fake ist. Und 30% wünsche ich mir, dass es kein Fake ist eigentlich. Weil ein Schneemann-Pokémon hätte ich gerne nochmal hier. Ein Roboter-Pokémon wäre ganz cool. Für Stahl-Elektro auch. Ein Wal mal wieder. Vor allem ein Fighting-Wal, das ist auch sehr interessant.
Aber auch sehr interessant finde ich, wo war es jetzt nochmal? Den Eisdrachen. Den würde ich mega cool finden, würde ich mega abfeiern. Was es dann auch für ein Eisdrache wird, das, ne, oder Nessie wäre auch ganz cool. Also es sind einige Sachen bei, die ich ganz cool finde, und eine Stahl-Evolution, na, wo ich wäre für eine Drachen-Evolution, vor allem wenn wir jetzt so ein bisschen mittelalterlich wieder dran denken, was vielleicht in Schwert und Schild öfter mal passieren wird. Ne, wäre auch ganz cool. Na, was hatte ich jetzt noch gehabt? Potato. Weiß ich auch nicht, was ich verleiten soll. Ein Grashüpfer. Ein Vogel natürlich immer wieder. Aber haben wir eine dreistufige Flugentwicklung? Nee, wir haben keine dreistufige Flugentwicklung. Wir haben nur eine zweistufige. Krass. Keine mit drei Stufen. Interesting. Das ist auch nicht normal. Wir haben nämlich, sonst glaube ich, war das immer so, dass wir immer eine 3-Stufen Flugentwicklung dabei haben. Ja, jetzt haben wir es als Fake gebastelt. Nee, also keine Ahnung. Kann ja sein, dass es diesmal nur 2 Flug-Pokémon gibt. Also 2 Entwicklungen hier. Aber ja, schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. Euer Zerlo.